Heute zeige ich dir 10 Gründe, warum du Logic Pro X benutzen solltest und wir starten genau jetzt. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu auf diesem Kanal bist, hier lernst du, wie du bessere Musikproduktion von zu Hause machst. Wenn dich das interessiert, dann hau auf jeden Fall jetzt den Abonnieren-Button rein und drück auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Jeder hat inzwischen kapiert, dass er sich die Musikproduktionssoftware raussuchen muss, mit der er oder sie am besten arbeiten kann und mit der er oder sie am besten zurechtkommt. Deswegen formuliere ich den Videotitel einfach ein bisschen um und gebe dir heute 10 Gründe, warum ich schon seit Jahren mit Logic Pro X arbeite und warum das vielleicht für dich auch in Frage kommt. Jetzt geht's los ins Projekt. Viel Spaß! Okay, legen wir gleich los mit Punkt Nummer 1, warum du dir überlegen solltest, dir Logic Pro X zuzulegen. Und das ist, wie du es hier schon sehen kannst, das tolle Design. Man darf nicht vergessen, dass dieses Produkt von Leuten mitentwickelt worden ist, die auch das iPhone, das iPad, die Apple Watch, den iMac und so weiter entwickelt haben. Und wenn jemand was von Produktdesign versteht, dann sind es bestimmt die, vor allem auch von Design-Ästhetik. Und du siehst hier, die Arbeitsfläche von Logic sieht einfach super aufgeräumt aus. Es sind schöne Farben. Die ganze Sache ist sehr transparent und übersichtlich und sieht richtig gut aus. Es ist relativ einfach zu verstehen. Relativ sage ich jetzt, weil jede DAW ist am Anfang ein bisschen kompliziert. Aber hier von der Übersicht und von den Einstellungsmöglichkeiten ist Logic Pro X wirklich sehr, sehr komfortabel einzurichten. Und es sieht einfach gut aus. Und für mich persönlich ist das wichtig, weil ich sitze hier bis zu 10 Stunden am Tag davor und ohne jetzt Hate generieren zu wollen, in Pro Tools oder in Reaper wollte ich jetzt keine 10 Stunden pro Tag reinschauen. Deswegen wäre das Punkt Nummer 1, das tolle Design von Logic Pro X. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 2. Und das sind die wahnsinnig vielen guten Native-Plugins, die bei Logic Pro X von Anfang an mit dabei sind und die du dir in anderen DAWs mit dazu kaufen musst. Wenn du die Logic kaufst, hast du sofort alle Plugins mit dabei und das sind wahnsinnig viele Plugins und es sind auch sehr gute Plugins. Du hast amtliche Kompressoren, amtliche Kompressor-Emulationen. Das ist hier kein Billigmist, sondern das klingt alles gut und du kannst mit den Native-Plugins von Logic selbst, kannst du amtliche, professionelle Musikproduktion machen, ohne dir teure Plugins von Drittanbietern kaufen zu müssen oder ohne dir teure Plugins hinzukaufen zu müssen. Denn bei Logic ist alles direkt mit dabei. Wir haben hier Vintage-EQs, wir haben Kompressoren, wir haben normalen EQ, der vom Design her auch sehr angenehm einfach zu bedienen ist und der auch fürs Auge angenehm ist. Wie gesagt, das finde ich für mich eben einfach auch wichtig. Das sieht alles gleich gut aus, ist sehr intuitiv zu bedienen, wie alle Apple-Produkte. Und du hast eine riesige Auswahl. Es sind Delays dabei, es sind Reverbs dabei, es sind Filter dabei, Modulationseffekte, Pitch-Effekte. Was auch in Logic selbst schon integriert ist, ist Flex Time und Flex Pitch. Das ist ein Tool, mit dem du Timing-Korrekturen auch an Audiodateien vornehmen kannst und auch Pitch-Correction, also Autotune-Korrektur-Tool oder ein Tune, Vocal-Tuning oder auch Instrumenten kannst du damit Tune-Korrektur-Tool, das von Anfang an hier mit in Logic mit eingebaut ist. Das wäre also Punkt Nummer 2. Logic verfügt über so viele wertvolle und leistungsstarke Native-Plugins wie keine andere DAW, die ich kenne. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 3 und das ist Logics interner Amp-Designer, der vor allem für Gitarristen sehr interessant sein dürfte. Logic hat hier eine riesige Bibliothek an virtuellen Amps oder Amp-Presets, die hier schon alle voreingestellt sind und die du individuell auch nachstellen kannst. Du kannst die Mikrofone hier virtuell am Top-Teil selber hin und her schieben, du kannst verschiedene Mikrofone auswählen, du kannst aus verschiedenen Cabinets und verschiedenen Amps wählen, kannst diese miteinander kombinieren und kannst so deinen individuellen virtuellen Gitarrensound hier basteln und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass diese Amps wirklich richtig gut klingen. Das sind wirklich Amp-Simulationen, die locker mit den Amp-Simulationen von Native Instruments mithalten können. Was du zusätzlich auch noch hast, ist hier ein Pedalboard. Ein virtuelles Pedalboard, auch für Gitarristen jetzt wieder interessant, kannst du aber auch auf andere Instrumente als Gitarren, zum Beispiel auf Gesang mal ausprobieren oder Drums oder was auch immer du willst, ist hier dieses Pedalboard, mit dem du deinen Sound weiter formen kannst. Also für daher ist Logic auch für Leute, die sich im Singer-Songwriter-Bereich bewegen und viel mit Gitarre ihre eigenen Songs schreiben, aber nicht so die Techies sind und die es nicht so mit Amp einstellen haben. Von daher ist auch Logic eine sehr interessante DAW und
Diese riesige Auswahl an virtuellen Amps und Presets kenne ich so auch aus keiner anderen DAW. Punkt Nummer 5. Logic hat nicht nur einen amtlichen virtuellen Amp-Designer, sondern es hat auch sehr leistungsfähige Synthesizer. Neu hinzugekommen ist zum Beispiel dieser Mega-Synthesizer Alchemy hier, mit dem du unglaubliche verfügt über 1000 Presets, die du auch nochmal selber verstellen und formen kannst. Ist ein Wahnsinn-Synthesizer. Sind auch noch viele andere Synthesizer dabei. Sculpture zum Beispiel ist auch ein sehr interessanter Synthesizer mit wahnsinnig vielen Einstellungsmöglichkeiten. Auch hier hast du also eine riesig große Auswahl an Synthesizer-Sounds, die du verwenden kannst. Kenne ich so aus anderen DAWs auch nicht, musst du dir dazu kaufen. Und wir haben hier zum Beispiel, kam auch noch mit dazu mit dem letzten Update, diese Studio Horns und Studio Strings, die recht gut klingen und die sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Also du kannst hier recht gute String-Sounds erzeugen und auch recht gute Trompetensektionen emulieren, die sehr, sehr einfach und vor allem im Piano-Roll auch sehr, sehr tricky zu bedienen sind und die vielleicht jetzt, muss man zugeben, nicht ganz so amtlich klingen wie jetzt sehr, sehr teure, Vienna-Strings heißen die, glaube ich, wie jetzt richtig professionelle, teure, gesampelte Strings oder Trumpets, Trompeten, Bläser, aber die auf jeden Fall schon gut sind für eine ordentliche Produktion. Also was die Masse und vor allem auch die Qualität der virtuellen mitgelieferten Instrumente betrifft, ist Logic auch in diesem Bereich meines Erachtens nicht zu schlagen. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 6 und das sind die umfangreichen und vor allem kostenlosen Updates bei Logic. Bei Logic gibt es pro Jahr ca. 3 bis 4 Updates. Die sind alle umsonst und du bekommst eine riesige Menge an geupdateten Funktionen. Du bekommst neue Plugins meistens und beim letzten großen Plugin gab es sogar sage und schreibe 900 neue Loops einfach mal so geschenkt. Wenn du dir überlegst, wenn du eine amtliche Loop-Sammlung kaufst mit 900 Loops, dann musst du schon ordentlich Geld dafür ausgeben. Hier bei Logic bekommst du es einfach so geschenkt. Es gab einen neuen De-Esser, es gab einen neuen Enhancer, glaube ich. Also es gab ein neues Mellotron, als auch neue Instrumente und gerade diese Studio Strings, das sind virtuelle Plugins, Loops und so weiter, die du bei Logic Updates einfach geschenkt bekommst. Und bei vielen anderen DAWs weiß ich, dass du für Updates immer zahlen musst und das wird mir tierisch auf die Nerven gehen. Wenn ich das Produkt einmal gekauft habe, dann möchte ich auch, dass ich die Updates so kriege und dass ich nur diesen Preis zahle. Und bei anderen DAWs weiß ich, dass du für Updates oftmals zahlen musst. Musst du bei Logic auch, aber das ist in der Regel alle 4 bis 5 Jahre, wenn wirklich ein Major-Update kommt, wo dann das Programm richtig viele neue, große Funktionen bekommt. Ansonsten bekommst du bei den ganzen Updates, die es übers Jahr verteilt gibt, bekommst du sehr viel Mehrwert und zwar für 0 Euro. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 7. Auch der ist sehr interessant für Songwriter und das ist Logic's interner Session Drummer. Du hast hier nicht nur ein Schlagzeug-Plugin, mit dem du Schlagzeug-Sounds erzeugen kannst, sondern dieser Drummer spielt tatsächlich zu deinem Song dazu. Das kannst du einstellen, das kann ich jetzt nicht in der Tiefe zeigen. Habe ich schon mal zwei extra Teile drüber gedreht über Logic's Drummer. Aber dieser Drummer hier klingt fantastisch. Die Drum Sounds wurden von Top Mixing Engineer Bob Clear Mountain selber aufgenommen. Und Logic's Drummer lässt sich hier sehr intuitiv bedienen. Wir können mal kurz reinhören. Laut und leise, Percussion dazu, Hi-Hat, Variationen, Fills, Swing. Also du siehst mit diesem Session Drummer, der sich sehr, sehr intuitiv bedienen lässt und daher sehr geeignet für Songwriter ist und die auch, vor allem auch für Leute, die nicht Schlagzeug spielen oder nicht gut Schlagzeug programmieren können, ist dieser Drummer hier sehr, sehr gut geeignet. Du hast sehr viele unterschiedliche Drum Sounds, die du untereinander auch mischen kannst und es gibt auch eine Funktion, dass Logic's Drummer deinem Song mehr oder weniger automatisch folgt. Auch das ist einmalig und das gibt es so in keiner anderen DAW. Punkt Nummer 8. Logic's Flexibilität bei Key Commands. Logic's Entwickler haben sich wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie man den Workflow dieser DAW am besten und am angenehmsten gestalten könnte und vor allem so gestalten könnte, dass er sich der User ihn individuell anpassen kann. Und deswegen hast du sehr viele Key Commands, mit denen du auch wahnsinnig viel machen kannst. Du kannst dich sehr, sehr schnell durchs Projekt bewegen. Es gibt sehr, sehr viele Zoom-Befehle.
die du eben dann erlernen musst oder die aber auch selber einstellen kannst. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten der Navigation, wie du dich durchs Projekt bewegen kannst. Und das ist extrem vorteilhaft und vor allem extrem individuell einstellbar. Du kannst hier bei Logic, das kenne ich so auch aus keiner anderen DAW, das sage ich jetzt glaube ich zum sechsten Mal, du kannst hier bei Logic sehr individuell deine Befehle anpassen. Das heißt, wenn ich einen Befehl verändern möchte, kann ich den hier einfach eingeben und kann Logic diesen Tastaturbefehl lernen lassen. Und das hat zur Folge, zur sehr angenehmen Folge, dass Logic sich meinem Workflow und meiner Arbeitsweise anpasst und dass ich nicht gezwungen bin, mich der Arbeitsweise meiner DAW anzupassen, was bei vielen anderen Digital Audio Workstations leider der Fall ist. Du musst dann diesen einen Tastaturbefehl eben für diese Funktion anwenden und es gibt auch nur so und so viele Zoom-Befehle und die kannst du nicht individuell einstellen. Und das ist hier bei Logic alles tatsächlich möglich. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Du kannst deinen Workflow individuell und deine Tastaturkurzbefehle individuell anpassen und somit kannst du auch deinen Workflow massiv boosten und verschnellern. Punkt Nummer 9. Die Demo-Projekte zum Lernen des Programms. Was du hier geladen siehst, ist ein Song von Beck, ein amtlicher Song, der so, glaube ich, auch veröffentlicht wurde. Und deswegen, das habe ich jetzt vorher gar nicht überlegt, ob ich den abspielen darf. Ich spiele mal kurz das Intro an. Das ist also eine amtliche Produktion von Beck. Und ich kann hier in diese amtliche Produktion reinschauen, in alle Spuren. Ich kann schauen, was für Effekte haben die hier verwendet, was haben sie benutzt, was haben sie im Mixbus hängen, wie arbeiten die Profis hier, wie verwenden die das Reverb, wie haben sie es eingestellt und kann hier an solchen Demo-Projekten, es gibt nicht nur das, kann ich lernen, wie ich Logic richtig verwenden kann, kann ich lernen, wie ich amtliche Sounds bekommen kann. Wenn ich mich jetzt für den amtlichen Sound, das kam glaube ich 2017 raus hier von Beck, wenn ich mich für einen amtlichen modernen Drum-Sound interessiere, kann ich hier reinschauen, okay, was für Sounds haben die hier verwendet, wie haben die das gemacht? Kann hier genau reinschauen, was die gemacht haben, wie sie es programmiert haben, welche Effekte sie verwendet haben. Und ich finde das sehr, sehr nützlich, gerade auch für Anfänger oder für welche, die sich einfach interessieren für moderne Musikproduktion, dass sie mal bei einem Profi reinspiegeln können, wie der so mit dieser DAW umgeht und sich dadurch weiterentwickeln können. Und damit kommen wir auch schon zum 10. und letzten Punkt und das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist hier bei Logic für mich einfach unschlagbar im Vergleich zu jeder anderen DAW. Logic kostet, glaube ich, im Moment 230 Euro. Es gibt natürlich Digital Audio Workstations, die billiger sind. Die haben dann aber auf gar keinen Fall diese Fülle an Virtual Instruments. Die haben nicht diese Fülle an Loops. Die haben nicht diese Fülle an Plugins, an virtuellen Plugins wie Kompressoren, EQs, Delay und Reverb, die hier schon mitkommen. Und sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach, zumindest meiner Meinung nach, auch nicht dieses schöne Design hier von Logic und diese individuelle Workflow-Einstellung. Wenn du eine vergleichbare Digital Audio Workstation willst mit vergleichbar vielen Funktionen, musst du bei anderen Firmen wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen und Plugin-Bundles hinzukaufen oder einfach teurere Versionen wählen. Und ich finde den Preis von 230 Euro für so eine leistungsstarke DAW einfach mit Verlaub lächerlich billig. Natürlich kosten Apple Computer ein bisschen mehr, aber wenn du dir eine Digital Audio Workstation kaufst und dir ganz, ganz viele Plugins dazu kaufen muss, weil einfach die Native-Plugins mies klingen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du zumindest auf den Preis von einem halben Mac auch kommst. Insofern ist das mit Sicherheit eine Überlegung wert. Falls ich dir jetzt ein bisschen Appetit auf Logic gemacht habe und du möchtest ein bisschen mehr über die Funktionen wissen, die Logic kann, dann schau dir doch einfach mal dieses Video an, das jetzt hier unten eingeblendet wird. Da erkläre ich dir genau, welche umfangreichen neuen Funktionen beim letzten großen Logic-Update mit dazugekommen sind. Da kannst du mal so ein bisschen schauen, was bei so einem Update passiert und wie viel Mehrwert du wirklich für 0 Euro hier mit dieser DAW bei so einem Update mit dazu bekommst. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen netten Kommentar freuen und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!